Moin moin miteinander und willkommen zurück zu Neverwinter. Ja, in der letzten Folge haben wir genau hier Schluss gemacht. Ich habe die Quests noch nicht abgegeben. Das kommt jetzt gleich. Und gleich kommt dann noch etwas, aber erstmal sage ich mal, geben wir die Quests ab. Ne? Inventar habe ich schon so ein bisschen ausgemüllt, wie man hier sieht. Und da war ja nichts Besonderes bei, ne? So, erste Quest. Halt. Okay, dann machen wir... Ja, wir machen erstmal was anderes. Bevor wir abgeben, weil das gibt ja EP, ne? Mir ist aufgefallen, ich habe einiges an feurigen Münzen gesammelt und mir noch nichts gekauft dafür. Und ich habe ja die ganze Zeit gespart und gespart und gespart auf etwas Bestimmtes, nämlich auf das hier. Den Engel des Schutzes, ein lila Gefährte. Ja, den kann man sich halt für 360 von diesen Münzen kaufen. Sollen, pro Tag kann man eine Münze sammeln. Das heißt, ich habe schon eine ganze Weile gesammelt. Meine Güte. So, und das löse ich mal ein. Tada! Kaufen. Ja, möchte ich. Her damit. Klingeling. So. Ist er da? Ist er da? Ja. Wie nennen wir ihn denn jetzt? Wie nennen wir den Engel des Schutzes? Wir werden nicht zulassen, hab ich überhaupt einen Platz dafür? Ja, einen Platz habe ich noch. Yay! Okay, also wie nennen wir unseren Engel des Schutzes? Da habe ich mir überhaupt gar keine Gedanken drüber gemacht. Wie nennen wir ihn? Wir nennen ihn... Naja, wir könnten ihn Gabriel nennen. Aber nee, ich glaube nicht. Wir nennen ihn gleicher Ort, Antonius. Unterschiedliche das ist Gegner. Antonius. Die Anthony. Arbeit eines Harfners nimmt kein jo. Ende. Ich finde, das passt. Eine Armee könnte unter den Wellen auf uns warten, ohne dass wir davon auch nur eine Ahnung hätten. Wow. Da haben wir ihn. Antonius, du wirst natürlich sofort wen ersetzen? Du wirst unseren Hissa ersetzen. Hissa, es tut mir leid. Es tut mir wirklich aufrichtig leid, weil... Naja... Warum soll er Hissa ersetzen? Die Arbeit eines Warum nicht? Nimmt kein Ende. Warum nicht Miracle-Fix? Miracle-Fix ist zwar lustig, aber... Oder Kühleran? Du ersetzt mal Kühleran. Wir sind vollständig umzingelt. Jetzt ist die Frage... wird das so ohne weiteres klappen? Ich versuch's mal. Halt! Die Steine. Du hast eigentlich Verteidigungsplätze, ne? Verteidigung, Verteidigung, Angriff. Eine Armee könnte unter den Wellen auf uns warten, ohne dass wir davon auch nur eine Ahnung hätten. Ich weiß nicht, wie viele Steine ich noch zur Verfügung habe. Deshalb nehme ich die ihm hier raus. Tut mir leid für dich, dass ich dich jetzt hier so nackt mache. Es muss sein. Es ist zu meinem Besten. Wir müssen sie aus der Festung vertreiben. Tada! Da ist er, der Engel. So. Da ist er, der Engel. Und er braucht ein Symbol. Das ist natürlich kein Symbol, ne? Oder? Ne, das ist ja für die Angriffshand. Ja. Also, ja. So, ein Ring kann er auch nicht benutzen. Gut, das heißt, wir werden ihm ein Symbol besorgen müssen. Davon habe ich nicht allzu viele. Ich bin eigentlich eher beziehungsweise gar keinen. Und kein Frontliniensoldat. Zack. Gehen wir mal ins Auktionshaus. Was gibt's denn da an Symbolen? Sein, dass ich einen trockenen Platz zum Schlafen Ausrüstung. Ich würde mal sagen... 60 aufwärts? Oder gibt es Rang 70 Symbole? Schwerthand. Und Symbole gibt's ja höchstwahrscheinlich beim... Glaubenskleriker. So. Erquickendes Symbol des Parierens. 1000. Eieieiei. Wunderbar. Was gibt's denn so an epischen?
Es freut mich, dass ihr hier seid. Nix. Ihr habt viel naja, wäre auch zu schön gewesen. 3000. Oh, das geht doch eigentlich, oder? So als erstes Symbol, das er dann hat. Kritische Treffer, Rüstungsdurchdringung. Kraftregeneration. Kraft, kritische Treffer, Rüstungsdurchdringung. Robustheitregeneration. Oh, PvP. Gesegnetes Kampferpunkt-Symbol der Durchdringung. Wir müssen na, okay. Aus der Festung es gibt welche. Wir werden sie uns auch holen, aber das mache ich dann ein anderes Mal. Als allerwichtigstes ist erstmal, dass hier unser Antonius gerufen wird. Dies nun ist unser Pfad. Dies nun ist unser Pfad. Antonius, zeig dich mal. Zeig dich uns mal. Tada! Antonius! Yay! So, und Antonius bekommt jetzt auch sofort Erfahrung. Die Arbeit eines Harfners nimmt keine der Render Ende. Ist abgeschlossen. Und ich bekomme vereinigte Elemente. Davon braucht man doch einiges. Ich sag mal nur die Eisschmiede. Also um die Eisschmiede zum Beispiel hochzuleveln, braucht man davon 10 Stück oder so. Sammeln, sammeln, sag ich da nur. Sammeln, sammeln. So. Und abschließen. Und Rettungsschwimmen. Abschließen. Und Mossy Mac abschließen. Bis später. So, und du? Seid ihr bereit, Verluste zu erzielen? Abschließen. So, Fisch ausweiden. Moment. Jetzt wieder mal zum Gefährten. Ja, erstmal kurz von 1 auf 11 aufgestiegen. Eine Stunde Beschleunigungskosten 2000. Das werden wir uns mal leisten. Dies nun wird unser Pfad sein. Dies wird unser Pfad sein, genau. Kaum ist das Land frei, kommen Gegner aus dem Meer heraus. Okay. Quests holen. Im Gange. Fisch ausweiden. Zack. Annehmen. Laufen hier irgendwelche heroischen Begegnungen? Laufen gerade nicht. Sonst hätte ich gerne mal eine gemacht, aber... Was nicht ist, ist halt nicht, ne? So, so ist das mal. Wie weit sind wir eigentlich hier? Wache halten. 11 von 16. Also 4 brauchen wir noch. Schaffen wir nicht mehr in dieser Folge. Das kann ich so schon mal sagen. Mielstrom. Mielstrom ist wieder so ein böser Ding. Aber da muss man lange laufen. Oder weit. Weit muss man laufen. Die Warnungsschilder aufstellen. Ich guck mal, ob es hier irgendwie so wieder besondere Belohnungen gibt. Aber im Moment sehe ich leider keine Quest mit einer besonderen Belohnung. Na komm. Irgendwas müssen wir ja machen, ne? Plünderung der Plünderer. So, die Lace-Dons, die nehmen wir auch. Bis später. Und die hatten wir doch schon mal. Lace-Dons, ne? Oder, ne, die haben wir, glaube ich, gerade gemacht, ne? So, Gefangenebefreiung. Ne, in die Feste möchte ich jetzt nicht rein. Waldläuferberichte. Boah, komm. Schuppige Überzeugung. So, mehr geht nicht. Ich hätte wohl besser ein Wettelauge geschaffen. Oder so. Das müssen wir aber nicht hier beschaffen. Aber hier müssen wir den Waldläuferbericht holen. Gott. Erstmal der Waldläuferbericht. Laufen wir ein bisschen herum. Tum-di-dum. Tum-di-dum. Es gibt unendlich viele dieser Ver... Ja, das weiß ich doch. Her mit einem Bericht. So, sind die Vetteln da gerade zufällig? Ja,
So, das war's mit den Vetteln, mit den Bösen. Schwupps. Next, was haben wir als nächstes? Ich muss noch mit diesen Waldläufern hier sprechen. Würde ich sagen, machen wir den zuerst, ne? Und dann hier den Rest. Ich glaube, jetzt muss ich hier rum, ne? Hier war der Waldläufer irgendwo. Und hier oben hat er sich versteckt, ne? Ja, wenn man die einmal gefunden hat, geht's natürlich schon mal viel schneller mit dieser Quest. Der Feind spricht euren Namen. Ja, der Feind spricht meinen Namen aus. Mit Furcht und zittriger Hand oder so ähnlich. Nein, ich will nicht näher kommen. Ich mag euch nämlich nicht. So. Anstifter der vernichtenden Woge töten. Au. Ein Laystone. Ah, euch muss ich auch kaputt machen. Euch muss ich auch kaputt machen. Krieger. Seid ihr Anstifter? Ich glaube nicht. Dieser hier gehört mir! Also, drei Anstifter brauche ich. Außerdem muss ich mir den... Was? Ihr seid schon wieder da? Oh nein, sie haben Antonius niedergeknüppelt. So, okay. Machen wir erstmal hier die Nummer 6. Was ist das? Versunkene Gefahr. Ich glaube, das ist das mit den Laystones, ne? Ling. So, okay. Auf geht's. Auf geht's. Die Rauchbombe war unnötig. Was? Frischfleisch? Ah, Hilfe. Kampfunfähig. Antonius, du musst mich mehr heilen. Ich weiß, du bist erst Level 11, aber... Es? Bin ich schon wieder voll? Was habe ich denn großartig mitgenommen, dass ich schon wieder voll bin? Bösen Wassers? Wieso des bösen Wassers? Seit wann kann Wasser böse sein? Wasser kann auch nicht böse sein. Man kann sagen, für den bösen Prinzen des Wassers. Aber nicht für den Prinzen des bösen Wassers. Ja, ich klugscheiße gerade rum.
Manchmal habe ich das. Da klugscheiße ich halt rum. So, wir haben immer noch versunkene Gefahr und wir haben immer noch Anstifter der Woge töten. Und wir haben bisher noch keinen Anstifter gefunden. Wobei, ja, ich glaube, ich weiß schon, wo die Anstifter sich verstecken. Hier oben war doch so ein Anstifter, ne? Aufwiegler, das ist doch bestimmt der. So, Kultistenaufwiegler. Ja. Alles klar. Einen habe ich. Das heißt, Kultistenaufwiegler heißen die. Nicht Anstifter. Aufwiegler. Kultistenaufwiegler. Ob ich hier oben raufklettern kann? Ja, ich kann. Au. Alles belegt, so ein Mist. Ah, okay. Na gut, aber wie ich sehe, Zeit ist ja eigentlich auch schon rum, ne? Das heißt, wir werden es jetzt nicht schaffen, werden es leider nicht schaffen, die Aufwiegler. Schau mal. Sehr cool. Ob man von hier aus kämpfen kann? Ja, würde mich ja interessieren. Werden wir in der nächsten Folge ausprobieren. Bis hierhin sage ich einmal vielen Dank fürs Zugucken und bis gleich.